Hallo meine lieben Point-and-Click-Freunde, ich bin's wieder, eure Feli, und hier ist wieder alle. Beim letzten Mal haben wir uns damit beschäftigt. Moment mal. Kai und Lorek waren Bier holen, das Bier hat nicht ganz so gut reingezischt, der Neger ist vorbeigekommen, also das ist ein Spitzname, ich bin kein Rassist. Außerdem sieht er noch nie mal so schwarz aus. Und wir müssen noch ein paar Besorgungen machen, denn wir brauchen härteres Zeug. Und zuallererst benutze ich mal hier den Bierprügel mit dem Sparschwein, weil wir benötigen Geld. Und zwar benutzen wir jetzt die 10 Cent. Eine Kaugummikugel verpackt in einem Tütchen. Yay! Benutzen wir das funzt so nicht. Ein roter Kaugummi. Bestimmt zu 99% aus Zucker und 1% Zuckerersatzstoff. Ja! Ja, okay, Zucker. Ich stell mir das gerade vor. Könnte etwas hart werden. Das ist bestimmt irgendwie so was. Bla. Ein leeres Plastiktütchen. Yay. Damit werden wir noch unseren Spaß haben. Aspros-Pos. Wir müssen das Tütchen. Nee, das funzt so nicht. Doch nicht? Ja, whatever. Wir haben uns letztes Mal erkundigt, wie man jetzt Wodka braut. Tolle Sache. Muss ich mal ausprobieren. Ein Sparschwein in Form eines Tennisballs. Coole Sache. Na okay, ist eigentlich ganz einfach zu machen. Man macht einen Schlitz rein und bla. Mein Nokia 6600994-A Splonz mit Jamba Zwangspaket. Wie mich das nervt. Ja. Ach ja, Jamba. Jo, ich würde mal sagen, wir holen uns als allererstes die Lavalampe, die wir in Lorenz Zimmer bekommen. Und ich habe mir überhaupt Lorenz Schlüssel haben wir, oder? Ja. Dann gehen wir mal rein. Moment. Da muss ich nicht rein. Scheiße. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Farbeimer mitgenommen haben für das spezielle Ende. Ich hoffe es einfach mal. Ich schnapp mir jetzt erstmal die Lavalampe. Diese Lampe zeugt von Lorenz nicht vorhandenem Geschmack. Aui! Das ist viel zu heiß, um sie anzupacken. Erstmal abkühlen, das Teil. Okay, ein Versuch war es wert. Dann schnappen wir uns mal den Ventilator. Der könnte ganz praktisch werden. Nutze den Bierprügel mit dem Tisch. Das sind Grasreste. Von irgendeiner Kifforgie wahrscheinlich. Benutze Tütchen mit Grasreste. Benutze Unkraut mit Jetzt haben wir eine schöne Mischung. Bäh. Oh Mann. Wer denn jetzt? Ups. Ja, bitte. Hallo, spreche ich mit Herrn Benjamin Maas? Ja. Petra Weißmüller, mein Name, von der Firma SKL. Ich würde Ihnen unbedingt gerne ein Los verkaufen. Ah, ich hasse euch und eure ganze Sippe. Nein! Die gehen mir so derbstens auf den Sack. Daten Sie mir auch, lieber Ben. Daten Sie mir auch. Eine Froschpuppe. Mitnehmen. Alles mitnehmen, was zum Mitnehmen ist. Mal rundrum gucken. Engeland. Die Luft glänzte metallisch, erstrahlt vom kalten Licht eines dreiarmigen Deckenstrahlers. Es war merkwürdig, so friedlich, und doch ergriff mich eine kaum zu ertragende Unruhe. Grell blendend hing es vor mir, mitten im Raum, mahnend. Es gab nun keinen Zweifel mehr. Ich betrachtete ein Max Payne Poster. Yay, Max Payne. Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie Max Payne gespielt. Ich entdecke nichts Wissenswertes. Derp.
Sie haben Kenny getötet! Ihr Schweine! Mal sehen, was so... Ja. Ich entdecke nichts Wissenswertes. Na. Der Rechner vom Loring. Ich habe keine Zeit dafür. Außerdem kenne ich schon alle Pornos vom Loring. Okay. Wir brauchen vielleicht noch ein bisschen Eis, um die ganze Sache noch ein bisschen besser abzukühlen. Und... Gummibärchen. Der Loring hält sich echt einen verdammten Pinguin in der Bude. Woher? Warum? Das freue ich mich auch. Wahrscheinlich aus dem Zoo geklaut. Hallo? Ich will nur nicht, dass du direkt vor dem Ding stehst. So. Gehen wir mal dem... Halt, nee. Gib Babelfisch zu Pinguin. Da bitte. Hauptsache, das Ding ist satt. Er nahm ihn gierig und verschwand. Ganz das Härchen. Hm. Jetzt können wir auch an die... an das Eis daran. Benutze Bierbrücke. Bierbrücke ist das ultimative Werkzeug. Wer kein Bierbrücke hat, darf sich gar nicht erst blicken lassen. So. Das Eis hauen wir mal in den Ventilator, damit er noch ein bisschen besser kühlt. Könnte ich hier eigentlich auch brauchen. Es ist so verdammt warm. Brrr, ich hasse diese Wärme. Benutze Ventilator. Damit die Scheiße hier abkühlt. Eine Schlumpffrau mit dicken Hupen. Naja, wieso auch nicht? Ich meine, ich stehe. Das ist viel zu heiß, um sie anzupacken. Erstmal abkühlen, das Teil. What? Muss ich da schnell sein? Das hätte ich echt nie gedacht. So, aber jetzt kühl ab das Teil. Danke. So. Da so, ja, haben wir alles, dann können wir ja weiter. So, als nächstes müssen wir zum Ostwall. Wir brauchen nämlich Schläuche. Dafür schnappen wir uns mal diesen netten Gesellen hier. Voll das süße Ding. Unter den Augen und dem Mund ist nur ein ordinäres Straßenhütchen. Wie ein Straßenhütchen. Oder Pühler. Oder wie die Dinge auch immer heißen. Ihr kennt sie ja alle selbst. Jo. Der Spielzeugladen ist geschlossen. Hier arbeitet übrigens der Tigger. Ach schön. Der hat bestimmt einen schönen Job. Verschlossen. Also ganz ehrlich... Das war gerade eine Erfahrung der dritten Art. Begegnung. Whatever! Ach ja, die fahren hier übrigens des Öfteren mal durch. Puh. So. Unser Allzweckwerkzeug benutzen wir auch hier. Irgendwas habe ich doch vergessen. Natürlich. Natürlich. Ich habe etwas Wichtiges vergessen. Ah, das ist aber nicht hier. Ich muss vorher Kartoffeln holen gehen. Okay, dann lassen wir das mit den Schläuchen nochmal kurz. Ging bei Olli Kartoffeln holen. Währenddessen in Bens Wohnung. Yay! Das geht ab? Ich entdecke nichts Wissenswertes. Nö. Ich habe etwas vor.
super schnell. Jetzt habe ich's erschlagen. Cool. So, schnappen wir uns das Ding hier mal. Eine leere Tic-Tac-Dose. Und jetzt klingeln wir erstmal bei Olli. Wir brauchen Kartoffeln. Ja, was denn? Olli, ich bin's. Ben, was geht? Kai sagt, du hättest Kartoffeln da. Brauchst du die noch? Ich meine, du kochst doch eh nie. Kartoffeln? Wo sind die denn? Ja, hallo? Das frage ich dich doch gerade. Ja, Moment, schau mal. Oje. Oje. Warten wir mal kurz. Also irgendwie... Nee, ne? In der Zeit hätte ich schon längst Kartoffeln gefunden. Ja, was denn los? Kartoffeln? Olli, was gefunden? Was denn gefunden? Die Kartoffeln, nach denen ich dich vorhin gefragt habe? Ja, nee. Ich guck mal. Boah. Sag bloß, du hast noch nicht gesucht. Eine ganze Weile später. Alter! Nur wegen den Kartoffeln, oder was? Echt nicht wahr. Doch wahr. Der Typ leidet nämlich unter massiven Gedächtnisstörungen. Anscheinend. Ich hoffe, ich werde ihm nie in echt begegnen. Ja, bitte. Olli, wo bleiben meine Kartoffeln? Was für Kartoffeln? Ganz ruhig, Ben. Ganz ruhig. Der kann nichts dafür. Die Kartoffeln, von denen Kai meinte, du hättest noch welche, nach denen du schon zweimal sehen wolltest. Ben, kann voll nicht sein. Dann hätte ich ja wohl schon längst mal geguckt. Aber ich schau jetzt mal. Diesmal bringt er sie. Diesmal bringt es. 2 Stunden später! Hey Ben, was machst du denn hier? Du elendes, verrafftes Stück Fliegenschiss, gib mir die scheiß Kartoffeln! Ey, was schreist du mich so an, du Arsch? Das kannst doch echt mal freundlicher sein. Hier, hast du. Oh Mann. Ich bin der Ben und ich geh dem Olli voll auf den Sack und wie Kartoffeln. Du Penner. Ja, also ich wär auch recht in Rage. Ich glaube, ich wäre zu dem in den Balkon reingestiegen, hätte ihm einen Zettel an die Stirn geklebt, damit er endlich die Kartoffeln holt. Es wäre zumindest sinnvoller gewesen, weil dann hätte er es schon beim 2. Mal geholt. Trockner halt. Trotz Tee. Krasse Sache. So, wir schnappen uns jetzt die Kartoffeln. Und dann können wir uns die Schläuche holen. Abdichtmasse haben wir ja. So. Wollen wir mal? So, müssen wir hier runter. Benutzen mal die Tic-Tac-Dose mit dem Abwasser. Fragt nicht, es ist so. So, dann den Putzeimer hier drunter stellen. Ich sollte den Eimer erst irgendwo ausleeren. Oh. Stimmt. Wäre eine gute Idee. Okay, dann benutzen wir hier erstmal die Vorrichtung. Benutzen das Straßenhütchen mit den Stahldingens und das werde ich dann nicht reintauchen. Nicht reintauchen, ausleeren. Dafür ist es Abwasser. Okay, ich weiß, wo wir es auslernen können. Das Spiel regt einen so ein bisschen auf. Ben hat es nicht ganz durchdacht. Aber okay, vielleicht sollte man auch Ben durch die ganze Stadt scheuchen. 3 bis 10 Mal an dieselben Orte. Ich habe keinen Plan. Hauptsache weg damit. So. Jetzt können wir uns hier die Schläuche holen.